Nahmadu wa nasallila Rasulil Karim. Rasulullah s.a.w. sagt in einem Hadith, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. In den letzten Tagen von Ramadan sollen wir zwei wesentliche Ziele überprüfen und abwägen bzw. abrechnen, ob wir diese erreicht haben. Erstens, Ziel von Fasten ist die Erlangung von Taqwa. Jeder sollte jetzt prüfen, wie viel Taqwa er während des heiligen Monats entwickelt hat. Taqwa bedeutet einerseits, sich zu fürchten und andererseits, sich zu schützen. Wir sollten uns vor jedem Tag fürchten, einen Tag von Qiyama, wo wir Rechenschaft vor Allah ablegen müssen. Vor jeder Amal, die wir machen, sollten wir einen Filter durchlaufen lassen, um zu prüfen, ob man in der Lage ist, Allah zu erklären, wieso man diese oder jene Tat begangen hat. Taqwa bedeutet zu prüfen, ob wir in der Lage sind, für die Taten Rechenschaft abzugeben. Wenn wir eine Antwort darauf finden, dann sollen wir die Tat umsetzen und wenn nicht, dann sich von dieser Tat fernhalten. Rasulullah s.a.w. sagte, am Tag der Auferstehung werden die Menschen ohne einen Vorhang Allah gegenüberstehen müssen und Rechenschaft für ihre Taten abzulegen. Zwischen den Menschen und Allah wird es keinen Übersetzer geben. Allah wird direkt fragen und wir müssen auf die Fragen antworten. Es wird auch berichtet, dass man nicht einen Schritt weitersetzen kann, ohne vorher auf 5 Fragen eingegangen zu sein. Eine davon ist es, wie hast du dein Leben verbracht? Ich habe dir das Leben gegeben und ich habe dir auch Mittel zur Verfügung gestellt, das Leben lebenswürdig zu gestalten. Zum Beispiel, ich habe dir Wasser gegeben, um deinen Durst zu löschen, dir die Erde fruchtbar gemacht, damit du deinen Hunger stillen kannst. So wie hast du nun das Leben, das ich dir gegeben habe, eingesetzt? Eine Erklärung von Taqwa ist es, sich zu fürchten. Sich fürchten vor dem Tag, wo wir vor Allah stehen werden. Allah sagt im Koran in ungefähr Bedeutung, derjenige, der sich fürchtet, dass er eines Tages vor mir stehen wird und seine Triebe und Wünsche unterdrückt, dem gebe ich das Paradies. Es bedeutet, der Mensch erfüllt seine Wünsche und Begehren nicht, weil er sich darauf vorbereitet, eines Tages vor Allah zu stehen. Allah wird sagen, du hast auf der Welt proklamiert, dass du mich liebst, aber deine Taten geben ein anderes Zeugnis ab. So Taqwa bedeutet fürchten, aber auch sich zu schützen, sich vor Sünden schützen, sich vor dem Höllenfeuer schützen. Aber wie kommt durch Fasten die Taqwa? Mufassirin haben hier verschiedene Meinungen. Eine davon ist es, dass der Fastende seine Halal-Wünsche dadurch unterdrückt. Essen, Trinken und Halal-Begehren werden vernachlässigt, er bändigt diese. Wieso macht er das? Er macht es, um Allah zufriedenzustellen. Der Mensch ist zu Hause, die Speisekammer und der Kühlschrank sind reichlich gefüllt. Die verschiedensten Getränke stehen vor ihm, dennoch rührt er diese nicht an, obwohl er Hunger und Durst verspürt. Es befindet sich auch keiner in dem Raum, der ihn beim Naschen ertappen würde. Dennoch hält er sich zurück. Wenn er gefragt wird, wieso trinkst du nicht, dann Hals ist doch trocken, du verspürst Durst und dein Herz hat jenes und Verlangen, also wieso machst du es nicht? Dann antwortet er, dieses Fasten ist für Allah, um seine Zufriedenheit zu erlangen. Auch wenn mich in der Sekunde keiner sieht, mein Fasten werde ich nicht brechen, da ich es für Allah tue. Auch wenn mein Hals trocken ist, werde ich mein Fasten nicht brechen. Ich will Allah nicht enttäuschen. Wenn der Mensch den ganzen Monat lang seine erlaubten Wünsche und Triebe unterdrückt, um seine Liebe Allah gegenüber zu zeigen, dann sollte es auch ein leichtes sein, Unerlaubtes, also Haram-Sachen zu unterlassen. Denn er hat ja schon 30 Tage lang geübt, Erlaubtes zu vermeiden. Wieso sollte er jetzt nicht in der Lage sein, auf das Lügen zu verzichten oder es zu unterlassen, anderen Menschen Schaden zuzufügen? Er sollte jetzt auch in der Lage sein, einer Halal-Arbeit nachzugehen. Nun sollen wir mit uns abrechnen. Haben wir diesen Wunsch entwickelt, und zwar unser Leben neu nach Allahs Vorstellungen zu richten? Oder wollen wir eigentlich den Sachen nachgehen, welches wir auch vor dem Ramadan nachgegangen sind? Wollen wir unser Versprechen und Absicht, welches wir in Ramadan gegeben haben, einlösen, damit wir ein schönes Halal-Lebensweise fortführen wollen? Oder sind wir bereit, wieder in den alten Trott zurückzukehren? Wenn wir bereit sind, nach Ramadan unser Leben umzukrempeln und nach den Geboten von Allah zu leben, dann gehören wir zu den Glücklichen, die Taqwa entwickelt haben. Falls wir jetzt schon Pläne schmieden, dass nach dem Ramadan werde ich jene unerlaubte Aktivität wieder aufnehmen, dann sollten wir uns hinterfragen, wieso wir eigentlich gefastet haben. Was wollten wir eigentlich durch das Fasten erreichen? Nach dem Ramadan sollen wir uns immer vor dem Augen halten,
dass wir eine Freundschaft mit Allah eingegangen sind. Die Freundschaft haben wir damit gefestigt, indem wir unsere Halal-Bedürfnisse unterdrückt haben. Jetzt sollen wir um dieser Freundschaft willen die Haram-Bedürfnisse unterlassen. Nichts auf der Welt ist es wert, die erlangte Freundschaft mit Allah aufzugeben. Wir sollten uns fragen, ob unsere Freundschaft mit Allah nur eine Eintagsfliege war. Wenn unsere Freundschaft nur mit Ramadan anhält und wir nach Ramadan wieder in Haram-Dingen verfallen, dann haben wir nichts verstanden. Wenn wir auf Allah vertrauen, wird Allah unser Schoß mit Baraka und seinen Gnaden füllen. Wenn wir die Freundschaft mit Allah pflegen und denkt daran, Allah wird mit uns seine Freundschaft pflegen. Wir sollten prüfen, ob wir diese Stufe von Taqwa erreicht haben. Falls nicht, dann lasst uns die Chance der wenig verbleibenden Tage nutzen, um diese Taqwa zu entwickeln. Lasst uns die wenigen Tage wertvoll machen und niederwerfen vor Allah bitten, uns mit Taqwa zu segnen. Lasst uns der Freundschaft willen mit Allah suchen und nach dieser Taqwa streben. Lasst uns abrechnen, bevor mit uns abgerechnet wird.